Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir leben oder Sie leben in einem hochgefährlichen Land. Bevor Sie das nächste Mal den Fuß vor die Türe setzen, fragen Sie lieber Ihren Arzt oder Apotheker oder gleich Karl Lauterbach. Die Meldung, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, RKI mit deutlicher Warnung für Deutschland. Und das wird verbunden mit dem Hinweis, dass es in Mexiko über 60.000 Tote gibt. Im Spiegel, die gemeldeten Neuinfektionen mit Corona haben in Deutschland die 2000er Marke überschritten, meldet das Robert-Koch-Institut, der höchste Wert seit Monaten, Risikoorte für eine Ansteckung. Die WHO warnt vor Corona-Risiko, wenn es kühler wird. Also der Herbst naht und jetzt kriegen wir gesagt, auch das ist gefährlich. Dann haben wir einen Hinweis auf die Risiken im Klassenzimmer. Also der Tipp für die Schüler, 56 Quadratmeter, Fenster gekippt. Bereits nach 2 Minuten haben sich die Aerosole aus der Atemluft im gesamten Klassenzimmer verteilt. Auch hier gibt's den Hinweis, Ansteckung mit SARS-CoV-2 in Räumen mit trockener Luft steigt das Risiko. Wichtige Erkenntnis für den kommenden Herbst, damit wir ja kapieren und verstehen, worum es da geht. Und wenn vor Risiken gewarnt wird und Nebenwirkungen, dann ist auch Karl Lauterbach nicht weit. Ein Tweet: Erstaunlich, wie risikobereit viele ältere Menschen bei Corona-Infektionen sind. Von Infizierten sterben bei Älteren je nach Alter 3-10% mit Risikofaktoren deutlich mehr. Niemand würde zum Beispiel Sportart oder ein Hobby mit einem solchen Risiko betreiben. Dann das ZDF. Die Kritik an der Corona-Warn-App nimmt zu. Also selbst der Kampf gegen Corona ist riskant. Im NDR. Das Gericht wies 8 Eilanträge in Schleswig-Holstein ab. Lehrer hätten keinen Anspruch auf eine Null-Risikosituation. Ja, wie kämen wir denn dazu, wenn alle anderen gefährlich leben? Zeit Online. Labore mit der Auswertung der Corona-Tests an ihre Grenzen gestoßen. Ja, das ist ja ganz klar. Wenn eine solche Panik macht und testet wie die Verrückten, dann kommt natürlich die Kapazität oder die Infrastruktur, die irgendwann bereitgestellt worden ist, nicht mehr mit. Dann lesen wir, und jetzt geht's weit über Corona hinaus, Risiko von Pleiten bleibt bedeutsam. Kardiologe über erhöhtes Infarktrisiko, auch bei schlanken Menschen kann das Herz verfetten. Dann die FAZ, das Armutsrisiko steigt nur in Westdeutschland. Statistisches Bundesamt, die Zahl der getöteten Radfahrenden ist 2019 gegenüber 2010, also praktisch im Jahrzehnt, um 16,8% gestiegen. Da sind natürlich viele ältere Menschen dabei, die dank E-Bikes jetzt auch Fahrrad fahren, weil sie sonst nicht die Kraft gehabt hätten, sich dieses Hobbys zu erfreuen, kann man ja verstehen. Und der Verkehr ist natürlich dichter geworden, die Bevölkerungszahl steigt aus den bekannten Gründen weiter an und es sind immer mehr Autofahrer dabei, die vorher keinen Führerschein hatten und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen. Risiko für einen Mangel, warum Vitamin B12 so wichtig ist. Hitze setzt sich fort, das Gewitterrisiko steigt. Auch vom Blitz getroffen zu werden, müssen wir also jetzt einplanen. Und das Gewitterrisiko steigt laut ARD auch an den Börsen. Wir wissen das eigentlich alles, aber es muss ständig wiederholt werden. Apotheke ad hoc, geschlossene Räume als Risiko. Also wenn Sie meinen, Sie würden sich retten oder sicher fühlen können, wenn Sie sich in Ihr Heim einschließen und einbunkern, dann haben Sie das völlig verschätzt. Die unterschätzte Gefahr, Unfälle in deutschen Haushalten. Anstatt eines Schlusswortes blende ich Ihnen diesen sachdienlichen Hinweis unserer Redaktion ein. Bis zum nächsten Video.